Es ist 4.39 Uhr und wir stehen im Zug am Hauptbahnhof. Jetzt geht es erstmal zum Flughafen. Feinstes Gepäck. Feinstes Handgepäck. Feinste Dotten. Feinste Frau. Und ich rücke immer näher. In 2,5 Stunden sitze ich schon im Flugzeug. Und ich bin sehr müde. Sag mal bitte irgendwas Schönes. Urlaub. Ich stimme mich uneingeschränkt zu. Feinstes Leergut. Ich muss jetzt über 2 Wochen ohne auskommen. Jetzt war ein bisschen die Schlange so lang. Na, weil du wieder so langsam warst. Das ist egal. Ich finde, hoher Besuch. Ist mir doch scheißegal. Hoher Besuch. Ist mir scheißegal, ob die mich festnehmen. Hier vorne stehen auch Fenster mit Schlips, 4. Da habe ich gesagt, da haben die gesagt, wo kommst du jetzt? Ich komme direkt aus dem Ort. Da haben die gegrillt, 4. Die fliegen auch nach Ägypten dann. Die sind da gerade schon vorbei. Ist mir scheißegal. Ja, was machst du jetzt hier? Erzähl mal was. Warum euch verabschieden. Warum ist das eigentlich ein Urlaub ohne das Mädenvieh? Na, das ist richtig. Na, das kann ich halt nicht sagen. Er kann sich das nicht leisten. Emotional. Ich finde das alle. Du wirkst nebenbei, unter Weineinfluss. Ja. Wein. Gib mal ein Statement zu. Na, hast mal auf jetzt. Haben die hier Bier? Irgendwas bekommen? Ich muss wirklich. Du trinkst jetzt kein Bier. Nee, ich finde das aber. Ich muss mal alle, kenne ich was einbilden, dass ich 5 Uhr hier stehe. Das ist sensationell. Ja, 5.30 Uhr. Ich habe immer gesagt, wir müssen ja. Im Bett gelegen im Morgen. Ich hab, der miese Hund hat sich die ganze Nacht durch die hinter die Ohren gesoffen. Ja, und dann, das ist wirklich wahr. Was macht ihr jetzt hier eigentlich? Gibt's hier Bananen? Gibt's hier Bananen? Komm einfach mit, da gibt's Bananen. Ich würde jetzt mit, ich finde das so geil, dass er jetzt. Hör doch mal auf mit der Scheiße. Das ist wie mit. Der schmutzige Travel-Free-Shop. Jedenfalls gibt es hier Bier und Wein, das kann nur ein guter Flug werden. So, wir sind jetzt im Sicherheitsbereich, oder wie das heißt. Gibt es erstmal eine kleine Flasche Wein, als Frühstück sozusagen, vor dem Flug. Was du dazu? Ich finde das irgendwie nie in Ordnung. Oh, das stimmt. Mit diesem wunderschönen Flugzeug werden wir fliegen. Denkst du, das geht gut, meine Liebe? Aber natürlich, mein Schatz. Nicht. Wir werden alle sterben. Der Pilot ist betroffen, besoffen. Bist du der Pilot? Ja. Wir sitzen nun drin. Das Auge da hinten erinnert mich an IFOs. Das ist aber nicht ein gutes Zeichen. Wir werden alle sterben. Oder? Fußfliegen. Wir müssen Sie bitten, sich anzustellen, die Ruine auf festzustellen und den Tisch vor Ihnen hochzukommen. Bitte beachten Sie auch das Rauchverbotszeichen für den Start. Der Kapitän und seine Besatzung wünschen Ihnen einen angenehmen Flug zur Laufbahn. Scheiß mir derartig ein. Ich finde das nie lustig, es ist einfach nur schrecklich, was hier abläuft. Ich find's lustig. Das ist das Signal, das losgeht. Jetzt geht's los.
glaubst nie, wie ich mich gerade fühle. Oh Gott. Das hört nicht auf zu steigen. Ich drehe durch. Ich habe immer Lust, das mal hoch. Oh, ich muss das jetzt ausmachen. Ich drehe hier völlig am Rad. Das ist das, was ich hier erlebt habe. Ich weiß eigentlich. Ich bin immer noch völlig fertig. Die sind so hoch. Ich war in meinem Leben noch nie irgendwo so hoch. Das sind die Wolken. Alter. Das ist heftig. Einzuspeisen an Bord. So, keine Ahnung, wo wir sind, aber sieht gut aus. Sie sind ja nur Wolken. Wir setzen zur Landung an, es geht runter. Das ist kein schönes Gefühl. Also ich finde es schön. In Ägypten. Froh, wenn ich hier raus bin. Es ist jetzt 11 Uhr. Die Außentemperatur ist 36 Grad. Für Ihre Sicherheit bitte Sie sitzen zu bleiben, solange die Maschine rollt. Im Namen der Firma Fly Egypt verabschieden sich Captain Ahmed Al-Samah sein Besatzung. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Flug hatten und Sie bei uns noch einmal begrüßen können. Vielen Dank. Geben Sie bitte einen großen Applaus für meinen Deutschland. Vielen Dank. Wir sind da.
Hier ist Geschwein. Gepäck. Jetzt geht's los. Oh nee. Schatz. Die ganzen miesen Ossis hier. Feinster Schnaps. Der Name heißt, wir fahren erstmal zum Albatros White Beach Hotel. Das dauert noch knapp 5 Minuten. Dann man dauert 10 Minuten noch nach Sentido Mambrú. Was hältst du davon? Ja, ich find's schön. Es gibt nur eindeutig zu viele Ägypter hier. Gerade angekommen im Hotel. Ich sehe jetzt zum ersten Mal das hier und das ist einfach nur der Hammer. Alter. Junge. Oh. Krank. Na gut, dafür habe ich auch hart gearbeitet auf jeden Fall. Nice. Und gefällt es dir? Ich habe sie auch ausgesucht. Selbstverständlich sind auch die Speisen und Getränke all inclusive. Es wird gespeist. Feinstes Schmaus. Feinste Baklava. Ein äußerst stattlicher Lokus, nicht wahr? Oh. Sogar mein Telefon auf dem Scheißhaus. Das ist doch schön hier. Feinste Flüssigkeiten. Ui, die miesen Ossis. Ja, so duschen kann man hier. Ist so schön. Safe. Feinste Minibar mit feinsten Suff. Darf man das eigentlich einfach in sich reinschütten, oder? Hm, naja. Kaffee, Wasser in rauen Mengen. Hey. Kleiderschrank. Ich habe gar keine Klamotten, also. Naja. Das Bild ist aber nicht schön. Hätte so ein anderes Motiv wählen können. Ja. Hingegen dieses ist mir sehr angenehm zu betrachten. Wo man die Betten so getrennt aufgestellt hat, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich um Unzucht zu verhindern. Dafür werde ich mich unsittlich am Pool selbst befriedigen. Der Ausblick am Balkon ist wirklich sehr schön. Ui. Wie bitte? Das machen wir nie mit dem unsittlichen Befriedigen. Ja, mal gucken. Ist alles mit dem Preis erhalten. Shoutout an den guten Young Billionaire. Das Leben ist definitiv sehr schön. Es gibt noch viel zu viele Rentner hier auf jeden Fall. Aber an sich ist es wirklich sehr angenehm hier, seine Zeit zu verleben. Ui. Habe schon einiges gesoffen. Rum. Cola, Long Island Iced Tea unter anderem, wurden auch teilweise geäxt, nicht wahr? Oh ja. Jetzt werden irgendwelche Reisen ausgemacht, da wird nochmal gespeist. Fancy Schmaus. Ich muss mich erst noch an den wirklich sehr schwierigen und ungewohnten Umstand gewöhnen, dass die ganzen Flaschen hier einfach keinen Pfand haben. Die liegen überall rum und ich denke mir die ganze Zeit, so hätte ich jetzt einen Beutel. Aber dann fällt mir ein, naja, der Beutel würde mir nichts bringen, außer Abfall. Ich verstehe nicht, wie diese Menschen eigentlich leben können ohne Leergut. Naja.
Die feinsten Hublots stehen natürlich in der Vitrine. Ich würde niemals die Echtheit anzweifeln. Ja, deswegen laufen auch die Zeiger alle nicht. Ist aber schön. Einzel Breitling. Ja, mal sehen, ob sich ein Mitbringsel finden wird in den Shops. Wir haben gerade ungefähr 5 feinste Ausflüge für die nächsten Tage gebucht. Und ja, jetzt wird das mal zu Abend gegessen. Sieht einfach mal geil aus, muss ich wirklich mal sagen. Schmackhafter Schwammkuchen, Baklava, was es alles heute gab. Überall feinste Speisen, Obst. So muss das sein. Die Bananen sind auch sehr skurril hier. Aber sehr köstlich. Also mir gefällt es wirklich. Ist einfach nur schön. Also man könnte mir an dieser Stelle natürlich vorwerfen, dass ich mir definitiv viel zu hart gönne. Und ich bin natürlich zu 100% schuldig. Eieiei, ist einfach nur geil. Feinstes Roastbeef. Irgendwelches Paella mit Rindergulasch. Feinste Früchte. Dessert, feinste Banane, Pudding. Das ist nur ein winziger Bruchteil von dem, was man hier bekommen kann. Hier wird gegrillt. Überall gibt es Getränke. Ich begnüge mich jetzt mal mit einer Tonic. Eigentlich wäre es Gin Tonic, aber naja, ich will ja noch was erleben hier. Das ist Abend Nummer 1 von 16 und das ist einfach nur geil. Sieht doch ziemlich schön aus hier. Das ist unser Hotel. Sunrise Select Mamluk Palace Resort. Naja, wie auch immer. Einfach nur geil. Auf jeden Fall zu empfehlen. Hogada habe ich zwar noch nicht so richtig gesehen. Bin ja gespannt, wie die Läden dort sind. Hier sind nur so ein paar miese Läden, aber naja. Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil hier. Feinstes Grillfleisch, feinstes Gemüse, feinste Mirinda. Schmeckt es denn? Hey, yeah. Schlinge? Na, erzähl mal was Schönes. Na, was soll ich denn erzählen? Irgendwas Schönes halt. Also. Na, das hast du mich aber vorhin schon mal gefragt. Lass dir doch was einfallen. Naja, wir haben jetzt die ganzen Ausflüge gebucht. Das ist doch schön, oder? Ui. Kannst du dir mal erzählen, was wir jetzt alles machen? Okay, du Spastiko, nimm doch einen Vlog auf. Ui. Wir werden jetzt in den Aquapark urinieren. Ja, wollen wir da lang gehen, oder? Mhm. Nicht so nah. Ja, so ist immer wieder schön. Wir sind in der Notfallklinik hier. Was auch immer das wirklich im Endeffekt bedeuten soll. Jedenfalls steht hier 24 Stunden Klinik. Und wenn man dann mal hier auf dieses Schild schaut, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und dann von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Ist einfach nur schön. Ich möchte mich jetzt hier einliefern lassen. Kannst du mir ein Bein brechen? Es hat trotzdem noch geschlossen. Hat er steht 24 Stunden? Ja, brich. Klinik! Ja, der feinste Aquapark. Sieht auch nicht schlecht aus. Feinste Rutschen. Reifenrutsche. Mit so einer Halfpipe-Rutsche. Und hier so eine, wo man dann unten ausgeschissen wird aus diesem gigantischen Anus. Ich denke nicht, dass diese Rutschen TÜV haben. Wie bitte? Ich denke nicht, dass diese Rutschen TÜV haben. Miese alte Kartoffel. Was hast du gesagt? Ein Ausflug ins Nachbarhotel, in dem wir uns auch übrigens frei bewegen dürfen und hier so viel trinken und essen dürfen, wie wir wollen. Alles mit drin. Ach, schön. Ich habe mir gerade noch 15 Euro eine Stange Shisha-Tabak mit gemischten Sorten andrehen lassen. Ui. Ja. Denkst du, der Fettwanz hat mich über den Tisch gezogen? Naja, also du hättest es auf jeden Fall auch billiger bekommen. Und ich hatte mal welches aus der Türkei, das hat eklig geschmeckt. Das ist ja kein Wunder. Ui.
feinste Kinderdisco. Der gute Inkognito, aka der miese Kinderficker, würde sich auch sehr wohl fühlen. In diesem Zelt wurde ich gezeugt und aufgezogen. Wollen wir hingehen? Eine Shisha-Bar? Heiliger, das sieht ein bisschen mystisch aus. Feinster Strand. Ach stimmt, da hinten geht's auch. Ja, meine ich ja. Ja. Ist schon schön gemacht hier. Bisschen windig. Es steht hier Sunrise, steht hier. So klein ist der Strand doch gar nicht. Vor allem die haben ja auch kein Platz. Ach, die verkappten Rentner, die beschweren sich hier über alles. Ich hoffe, die Windgeräusche sind so laut, dass ihr kein Wort von mir versteht. Ja, das war ein Tier. Sehr geil auf jeden Fall. Feinste Shisha im wirklich angemessenen Ambiente. Und hier gibt es nicht mal Spielautomaten. Heute ist übrigens der 5. Tag, wo ich clean bin. Ist einfach nur schön. Gamel. Die Shisha ist auf jeden Fall nicht so schwache Nerven. Junge. So, jetzt geht's ins Nest. Na, gefällt's dir hier, meine Gute? Ja. Sag nur ein paar abschließende Worte. Gute Nacht. Ui. Ist wie das Mädenvieh, nur ohne Wanst.